Hey, meine Lieben, und willkommen zurück zu Daylight Pocket Planet. Oh, wir können hier den Kohl ernten. Okay, sie darf gleich hier landen. Die Datensammlung ist beendet. Ich nehme sie nur mit, um sie mit den Superkomputer zu verarbeiten. Haust du jetzt gleich wieder ab, oder was? Finde ich aber schade. Presse. Hi. Ich habe einen Moment keinen Auftrag. Sprich beim nächsten Besuch noch einmal mit mir. Okay. Dann viel Spaß mit dem Sensor und dem Verarbeiten beim Supercomputer. Oder ist auch wieder Wasser drin und da ist wieder auch ein Pilz. So, was. Wird man sagen, kann ich jetzt Kohl anpflanzen? Baumwolle? Jo. Ach, da ist kein Wasser drin, das ist bloß Deko. Ah, toll. Kann ich auch beim. Warte mal, kann ich auch bei der Wasserquelle hier Wasser schöpfen? Ich würde sagen, aber zuerst muss ich eine Angelrute herstellen. Das heißt ja auch nicht Angel, du sollst ein Wasser davon nehmen. Schieben. Also, man könnte auch sagen, schütteln. Aber gut. Mühe, viel Spaß beim Bearbeiten. Kann ich denn auch da? Ist ja auch Wasser in der Nähe, oder? Na? Oh, nicht schon wieder. Wo ist er denn? Wo sind die Schleime denn? Aua. Wieder ein Pilz. Auch wieder ein Pilz. Wo ist denn noch einer? War das bloß einer? Ich tu mal die Nacht überdauern, ganz ehrlich. Ich hoffe, es fängt an zu regnen. Könnte noch einen Brunnen bauen. Nähe von den Bäumen, würde ich behaupten. Oder nee, wir pflanzen mal, wir bauen mal von dem hier an den Bären mal einen Brunnen. So, jetzt kann ich hier wieder eine Beere anpflanzen. Erstmal langsam zu unseren Feldern zurückmarschieren. Man könnte doch eigentlich schummeln, oder? Man könnte ja Brunnen abbauen und wieder hinbauen und dann ist der Brunnen eigentlich wieder voll, oder? Ich meine, wenn es geht, warum nicht? Ich probiere das jetzt einfach mal aus. So, jetzt. Sowieso, ey, da ist doch kein Brunnen gewesen. Was soll das hier?
Bauen einen neuen Brunnen hin. Das geht tatsächlich. Okay, das ist ein bisschen wie Cheaten, würde ich jetzt mal so ganz vorsichtig behaupten. Aber wenn es so geht, warum nicht? Ach, jetzt kommt der Zauberer wieder. Ja, ich weiß, aber wie stelle ich... Wie mache ich Seil? Oder Faden? Keine Ahnung. Weil verkaufen kann ich ihm was, oder? Komm, kriegst wieder die Pilze. Hier den Schleim wieder. Das Silber. Die normalen Pilze will ich eigentlich gar nicht verkaufen. Was muss man drücken, um zu kaufen? R. Hat er denn? Glasflasche, Pinienkernien, Metall, Baumwolle, Öl, Heiltrank. Ach komm. Ich kaufe einen Heiltrank. Ja, sorry, Locke, aber ich weiß leider noch nicht, wie man einen Faden herstellt. Es tut mir furchtbar leid. Und Hunger habe ich auch schon wieder. Nahrhaft und gesund. Bis Locke. Ja, schon wieder Schleimis. Nennt sich einfach ganz lieb Schleimis. Oh, einmal hier. Egal, nur Schlammis von denen. Aber wie viele Pilze man hier einsammeln kann. Ehrlich. So, geht's hier wieder was mit Schieben? Dann pflanze ich mich gleich weiter Bäume ein. So, schauen wir mal. Pflanzen. Gleich hier. Okay, bei den Bärenbüschen möchte ich gar nicht Bäume pflanzen, wenn ich ehrlich bin. Haben wir auch noch ein paar Sämchen. Wisst ihr, dass so richtig schöner Wald hier entsteht? Muss ich jetzt schauen, wie ich das pflanze. Wenn es nebendran wächst, ist gut. Schöner dichter Wald. Sag ich nicht nein.
Irgendwie hat man da gerade Minecraft-Vibes. Also ich zumindest. Na, da noch. Ernten kann ich. Oh, ich kann hier ernten. Krieg wahrscheinlich Sonnenblumensamen, oder? Ah, wir haben ein Rezept erstellt. Ich würde mal sagen, wir pflanzen noch mal Baumwolle. Und hier wissen wir ja, wie es geht. Zerstören. Dann wieder bauen. Ah, jetzt haben wir kein Holz. So, mein Freund, du brauchst nicht landen. Wir haben noch keinen Fisch für dich. Tut mir furchtbar sorry leid. Es tut mir so leid. Du bist mir nämlich so richtig sympathisch rübergekommen. Nein. Welchen Baum kann ich hier fällen, ohne dass ich mir schlechtes Gewissen habe? Ich würde mal sagen, den hier. Meine, wir haben genügend wieder angepflanzt, also von daher. Gut, das ist hier schon gewachsen, finde ich gut. Und es regnet. Cool. Wasser holen. Gut, dass es hier gerade rüber regnet. Und wenn es hier regnet, brauchen wir eigentlich gar nicht das Feld gießen. Aber hier, ich bin so erschöpft, ich muss mich ausruhen, um dir meine Energie zurückzugewinnen. Oh, habe ich nicht bemerkt. Sorry, Akku. Und wir können auch wieder was lernen. Kraft oder Ausdauer? Ich würde mal sagen, diesmal Ausdauer. Wow. Dann ernten wir mal gleich nochmal die Baumwolle. Oh nein, ich bin kein Baumwollpflücker. Das soll jetzt nicht rassistisch wirken. Meine gut. Au, da ist wieder Müh. Müh darf mal hier landen. Wird wahrscheinlich hinten raus teleportiert wieder. Hi Mü! Jetzt brauche ich Informationen über die Monster. Gibt hier eine Art von nachtaktiven Fledermäusen. Ich brauche deine Hilfe, um eine Gruppe ihrer Flügel zu nehmen. Ich werde sie erfolgreich bekämpfen. Jetzt bin ich im Fledermausflügel. Alles klar. Ja, die gibt es halt nur nachts, Mü. Ja, schlafen, dann ist ja Nacht, oder? Da schlaft er dann bis zum nächsten Tag wieder durch. Müssen wir halt warten, bis es heißt wieder, Monster. Derzeit sammle ich halt Pilze ein. Was hat es jetzt mit diesem Loch auf sich? Ich brauche irgendwie. Ich muss ja schauen. Also wir wissen schon mal, sie haut jetzt wieder ab, aber sie braucht Fledermausflügel von einer nachtaktiven Fledermaus.
Ey, dass Fledermäuse in der Nacht aktiv sind, ey, das hat doch noch keiner von uns gewusst, oder? So, wir können eigentlich hier nochmal Bäumeblätter pflanzen. Einmal hier. Oh, jetzt habe ich mich verdrückt. Hier. Also ich finde es richtig schnuckelig, das Spiel. So für zwischendurch. Es ist gelassen, es ist entspannend. Gibt keinen Stress. Wie gesagt, es ähnelt ein bisschen an Harvest Moon, Stardew Valley und so weiter. Was können wir denn hier auch mal hier sehen? Ich würde mal sagen, wir brauchen ja auch wieder was zum Essen. Ich weiß nicht, wie viel Kohl bringt. Wir pflanzen jetzt mal Kohl an. Haben wir hier noch Wasser drin? Jo, er hat Hunger. Ich weiß, du hast Hunger. Weißt du, der hat keine Kraft, der Junge. Mit einem Eimer, ganz ehrlich, ich würde mir auch jetzt nicht so schwer tun. So, hast du noch was zum Fressen? Ja, Karotten. Jom. Bin gut für die Augen. Das ist mein letzter Karotte. Das wäre keine gute Idee zu essen. Ich sollte sie pflanzen, um mehr zu bekommen. Ja toll, wir haben jetzt gerade Kohl gepflanzt, du Kohlkopf. Er schon wieder. Ja, vielleicht können wir ein bisschen was verkaufen. Hi, Locke. Soll ich vielleicht mal ein bisschen Eisen verkaufen, dass wir ein bisschen mehr Gold machen? Naja, den Heiltrank verkaufe ich nicht ihn wieder. Das wäre ein bisschen... Oh, wir haben ein bisschen Stein. Komm. Bisschen abdrücken können wir. So, was könnten wir noch verkaufen? Holz verkaufe ich nicht, Baumwolle auch nicht. Was sage ich auf Wiedersehen, Locke? Tut mir leid, ich kann immer noch keines. Ich weiß nicht mal, wie man Faden herstellt. Wird mir ja nicht erklärt. Schaut mal. Faden. Wie stelle ich Faden her? Keine Ahnung. Kann nur Brunnen herstellen, möchte ich auch wieder Holz. Pilz. Jetzt bleibe ich mal die Nacht wach, vielleicht fehlt ja gleich die Fledermaus. Da haben wir wieder einen Pilz. Auf Wiedersehen, Locke. Man sieht sich. Wenigstens verbessern. Interessant. Genau, ich will es ernten. Und den werden wir jetzt nicht verkaufen, den Kohl. Weil wir brauchen was zum Schnabulieren.
Cool, ich kann den Kohl. Wieso kann ich denn den Kohl nicht essen? Das ist Material. Ich will essen. Toll, jetzt werde ich verhungern. Und ich kann nicht mal. Oh. Ja, toll. Jetzt bin. Was ist mit Weizen? Okay, Weizen kann ich anpflanzen. Machen wir daraus gleich Brot oder wo haben wir das Brot her gehabt? So, da ist jetzt kein Wasser drin, oder? Ja, richtig, dann reißen wir den jetzt einfach mal wieder ab. Wahrscheinlich habe ich jetzt nicht genügend Material. Doch, bam. Und da haben wir wieder einen Pilz. Komm, so, Freunde. Ah, da kommt er wieder. Ich kann leider dich nicht landen lassen, mein Freund. Wir haben immer noch keinen Faden. Aber ich sage jetzt mal an dieser Stelle mit dem fliegenden UFO im Hintergrund an euch wieder Dankeschön fürs Zuschauen. Denkt dran, es wird ein Unendlichkeitsspiel wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Das Ganze wird es auf den Twitch-Kanal von HolyDiver231 geben. Dann sage ich mal, bis bald.